man muss es auch anmachen. Ne? Dann nochmal Hallo an alle. Als wir am 27.08. hinauf zum Schloss gelaufen sind, hatten wir da vorne am Eingang ein Aufeinandertreffen mit einem jungen Mann. Er hatte uns vorgeworfen, wir würden das Hambacher Schloss für unsere falschen Ideale missbrauchen. Also ich sehe das natürlich ganz anders, so wie ihr bestimmt auch. Wenn man sich ja mit der Historie des Hambacher Schlosses befasst, sind wir ja hier genau richtig. Für mich ist das Hambacher Schloss die historische Wiege der deutschen Demokratie. Und wir sind hier, um das Schloss wieder zu einem gelebten Ort der Demokratie und gelebter Vielfalt mit freier Meinungsäußerung zu machen. Ich möchte euch einen Artikel aus der Rheinpfalz vom 2. September dieses Jahres vorlesen. Ja, und er heißt Bundeskanzler. Aufruf zum Schutz der Demokratie. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, die deutsche Verfassung zu schützen. Diese beste Demokratie, die wir jemals in Deutschland hatten, ist die, die wir verteidigen müssen, sagte der Kanzler am Freitag in Bonn zum 75. Jahrestag der Auftaktssitzung des Parlamentarischen Rates, also der Versammlung, die bis 1949 das deutsche Grundgesetz ausarbeitete. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck betonte in seiner Festrede die Bedeutung des Grundgesetzes. Unsere Verfassung gibt uns eine sichere Grundlage, sagte er laut Manuskript. Gleichzeitig appellierte er an die Bürger, es hänge von ihnen ab, inwieweit das Grundgesetz im Sinne von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Frieden genutzt werde. So müsste jeder und jeder die Rolle als verantwortungsvoller Bürger annehmen und sich aktuellen Herausforderungen stellen, statt den Sirenensängen von Populisten zu folgen. Weiter sagte er, wenn sich nur Einzelne der Mitverantwortung entziehen, ist dies keine Bedrohung für unsere Demokratie. Wenn es viele Einzelne tun, dann sehr wohl. Gauck warnte vor der Abschaffung von Freiheit und Demokratie aus jener Freiheit und Demokratie selbst heraus. Nicht wenige machten demokratische Institutionen und gewalttätige Vertreter verächtlich oder verfolgten alles, was anders ist. Der Altbundespräsident rief dazu auf, Mängel und Defizite am demokratischen System wahrzunehmen und entlang demokratischer Prinzipien zu korrigieren. Bundespräsidentin Bärbel Baas forderte von Abgeordneten und Parteien, das Gespräch mit Bürgern mehr zu suchen. Mit einer Sprache, die verstanden wird und die nicht ausgegrenzt. So wie die Politikerin laut Manuskript. Das Grundgesetz sei eine Erfolgsgeschichte entstanden aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Der Parlamentarische Rat tagte von September 1948 bis Mai 1949 in Bonn als verfassungsgebende Versammlung. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fühle mich voll angesprochen. Was genau mache ich denn jetzt hier schon 3 Jahre lang? Ich, genau wie ihr, verteidigt unsere Demokratie. Das gerade hier und jetzt. Herr Gauck appelliert an die Bürger, es hänge von ihnen ab, inwieweit das Grundgesetz im Sinne von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Frieden genutzt werde. Und dass jeder und jede die Rolle als verantwortungsvoller Bürger annehmen und sich aktuellen Herausforderungen stellen, statt den Sirenensängen von Populisten zu folgen. So was steht in der Zeitung. Ja, keiner versteht, aber scheint den Wink zu verstehen. Ja. Immer wieder müssen wir uns beleidigen lassen und bekommen Sachen unterstellt und werden von den Medien schlecht geredet. Menschen, die sich über das Wort hinaus zur Wehr gesetzt haben oder auch öffentlich in den Widerstand gegangen sind,
mussten mit öffentlicher Verunglimpfung, Hass aus der Zeitung oder auch mal mit Hausdurchsuchungen leben. Hausdurchsuchungen, weil man denunziert wird, etwas getan zu haben oder weil man einfach nur seine Meinung dem Falschen erzählt hatte. Die gab es in den letzten 3 Jahren sehr viele. Wir hatten ja auch eine. Ich schätze mal, dass es hierbei nur um Einschüchterung ging oder halt die Betroffenen mundtot zu machen. Aber genau das zeigt uns, wie wichtig und richtig es ist, die Stimme zu erheben und tatkräftig zu werden. So ist es. Weil wenn alle ruhig sind und nur zuschauen, dann verlieren wir unseren Kampf um die Freiheit. Und dabei sind wir demokratiebewegte Menschen aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen und stehen fest auf dem Boden von Menschenrechten und dem Grundgesetz. Ich frage mich, wo sind denn die Politiker, die laut Frau Baas das Gespräch zu uns suchen? Bisher sehe ich oft nur Anfeindungen und Ausgrenzung. Versuche mit Politikern ins Gespräch zu kommen, verlaufen sich oft ins Leere oder ergeben einfach keinen Sinn. Gespräche mit der Presse sind zwar da, wir hatten Begleitung beim Montagsspaziergang von der Rheinpfalz, aber ehrlichen Objektivberichten tun die etablierten Medien aber eben nicht. Wenn ich die Entwicklung der letzten 3 Jahre beobachte, dann sieht das im Moment wie folgt aus. Folgeschäden aus der Corona-Politik, was wir Demokraten alles ertragen mussten, die finanzielle Lage, in der sich jetzt viele befinden, die Wiederholung der Impfpflicht durch die Hintertür steht an, Ängste der Pflegekräfte, massenweise Impfgeschädigte, Angst in allen Bereichen, die immer noch geschürt wird, Ärztenotstand, monatelang auf einen Termin warten müssen. Viele unserer Opas sind im Krieg gefallen und unsere Omas haben die Trümmer aufgeräumt. Deutschland wurde wieder aufgebaut und jetzt wird unser Land an die Wand gefahren. Hunger, Wirtschaftskrise, Lastenausgleich, Grundsteuerreform, Heizungsgesetz, teure Haussanierungen und noch einiges mehr weisen die Zukunft. Deshalb würde ich sagen, folgen wir doch den Aussagen von Herrn Scholz, Herr Gauck und von Frau Baas. Lasst uns alle 2 Wochen weiter hier aufs Hambacher Schloss gehen, die Werte und die Grundrechte repräsentieren und gemeinsam würdig vertreten. Jo, jawohl.